Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Rise of the Republic Total War 2. Und wir machen endlich mal die Söhne des Norax platt. Die haben die ganze Zeit schon genervt. Und ich dachte mir, wir spielen das Gefecht, damit mal wieder ein Gefecht gespielt wird. So. Und dieses Mal ein bisschen anders. Ich mach mal eine andere Taktik. Und zwar. Okay, also. Ich kümmere mich mal um diese da. Und ich lasse die Aufstellung mal genauso, wie sie ist. Weil ich will. Ich will das so kämpfen wie die früheren Römer das gekämpft haben. Beziehungsweise nicht früheren, sondern die Römer damals gekämpft haben. Ich finde es auch richtig cool, dass die verschiedene Bilder haben auf den Schildern, weil einheitliche Uniformen gab es damals noch nicht. Beziehungsweise zu der frühen Zeit. Später gab es sie schon. Die Fernkämpfer, die gehen viel zu schnell, viel zu weit. Und zwar will ich dieses Mal nicht probieren, die zu umgehen, also beziehungsweise zu einen Kessel zu bauen, sondern ich werde dieses Mal ich werde dieses Mal durch die Mitte preschen. Der ist richtig heftig mit seinen Bögen. Ja, das ging jetzt leichter als ich dachte, aber auch nur, weil er so viele Fernkämpfer hat. Unser General wird angegriffen! Angreifen!
Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Was? Wie ihr Befehl? Befehl verstanden. Wir erwarten eure Befehle. Wenn ich helfe, Feuer! Tja, ne? Das war's eigentlich schon. Wie geht's denn, mein General? Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. So. Ist schon weg? Ist schon weg. Aufräumen. Der feindliche General ist tot. Super. Das war easy, aber der hatte ja auch nichts mehr. Ja, dann dafür hat er schon ziemlich viel vernichtet. Als ja, sein General ist halt, also der Fernkampfgeneral von ihm ist halt richtig, richtig gut. Das muss man schon lassen. Ich marschiere jetzt mal dahin und dann als nächstes schmeiße ich die Karthager raus. So. Du da marschierst weiter. Schön Richtung Süden. Den baue ich mal in ein Getreidelager um, weil die haben keine Auswirkung auf die öffentliche Ordnung. Ja, öffentliche Ordnung brauche ich hier jetzt gar nicht, ne? Wie sehen die mich eigentlich? Warte. Mögen die mich? Ja, die sind vorsichtig verlässlich. Die mögen mich nicht so ganz. Syrakus hasst mich. Die hassen mich auch. Okay, dann. Ihr habt meine Aufmerksamkeit. Sprecht und sprecht. Oh. Denn schlechte Diplomatie ist langweilig. Das ist interessant. Warte mal. Aber. Seid willkommen. Möge Hermes. Ich hoffe, euer. Jetzt haben wir Krieg mit den Delfinen. Na gut. Oh, so weit komme ich gar nicht. Und mache ich in Neapolis auch noch platt? Könnte ich eigentlich machen. Dann räume ich hier vollständig auf, ne? Aber das könnte ja dann gefährlich werden. Ich lasse nochmal Neapolis ein bisschen in Ruhe. Nur ein ganz kleines bisschen. Gut. Habe ich alles? Motiviert. Baubericht, Sabotage, feindliche Armee und das da gut. Dann mache ich die Spezialistin. Das ist super.
Der kann sich wieder aktivieren. Die kann weiter marschieren. Die kann... Eines Tages wirst du ankommen. Der marschiert auch. Weiter. Der bleibt mal da. Und der bekommt noch einen schönen Attribut. Fertigkeit. Oh, Autorität. Weiter geht's. So, dann bin ich mal gespannt, Taras. Können euch die Streitkräfte Etruriens dienlich sein? Ich besitze die Macht, euch diese Unterstützung anzubieten. Kann ich kein Geld bieten? Achso. Nee. 11.000 will er nicht. Interessant. Echt jetzt? Müssen wir das spielen? Ja, ich... Wieso versucht er das erst, wenn er... Nee, das müssen wir nicht spielen, oder? Das ist halt genau dasselbe wie vorhin. Ich würde wieder einen Kessel machen und ihn dann verjagen, also... Wie, da ist noch eine? Hä? Woher kommt die denn? Achso, von der Stadt. Okay. Okay, Baubericht, Charakter. Gut. Dann gehen wir mal zur Insel. Der kann da ja auch nichts machen. Was ist denn los mit euch? Ja, machen wir auch automatisch. Der hat da wieder alles zerstört, was ich mir da aufgebaut habe. So. Dann töte ich dich mal nochmal. Dann hier sieht es jetzt sehr gut aus. Hier sieht es sehr gut aus. So, dann weiter marschieren. Weiter marschieren. Erobern. Das brauche ich auch nicht zu machen, ne? Dann mache ich eine landwirtschaftliche. So. Da klaue ich noch mal ein bisschen was. Läuft, ne? Ich mache hier noch mal ein einen Agenten zum Scouten ein bisschen, was Neapolis da hat.
Weil sonst kann ich da. Oh. Weil sonst kann ich da ja auch. Weil sonst kann ich da ja auch schnell angreifen mit der Armee. Die heißt noch so komisch. Die grüne Legion. Die, wie soll ich die nennen? Nee, das ist so. Opa von Cäsar. Frag nicht, ich habe keine Ahnung warum. Ach, da drüben können wir. Was machen wir denn da? Öffentliche Ordnung, Loyalität. Warte mal, wem gehört das? Das gehört nicht mir, das heißt auf jeden Fall keine Loyalität. Mache ich mal Steuersatz. Und fertig. Da schipperte ein Spion ziemlich schnell rüber. Flop, 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 flop. Taras, was machst du? Bis jetzt noch nicht viel, ne? Echt jetzt? Sieg. Was machen die da? Wieso gehen die einfach so? Ein Triumph für öffentliche Ordnung. Das ist gut. Drüben. Ja, lauf nicht weg. So, dann mache ich Gewaltmarsch und geht nach unten. Der weiß doch, dass hier alles voller Agenten von mir sind, oder nicht? Oder wie? Das ist nicht meine. Meine Familie, deswegen werde ich da jetzt mal. Keine Militärgebäude. Machen. Was bist du eigentlich für ein
Typ. Da ist nochmal eine Vollstack-Armee. Feindliches. Haben wir beide. Was haben wir denn? Seid gegrüßt. Ach, seid militärischer Zugang. Ach, okay, das haben wir also auch. Da ist eigentlich ganz gut, da kann ich überall hin. Das ist hier krass. Wieso habe ich jetzt Minus? Hä? Warum habe ich jetzt Minus? Ja, überhaupt keinen Sinn, dass ich jetzt Minus habe. Na egal. Das war dämlich. Okay. Stimmt, die hat ja was bekommen. Uiuiui, 18. Moral, Angriffsbonus. Weil hier, das ist schon richtig, richtig krass. Was bekommst du? Rekrutierungskosten. Hier, Erfahrungsrang. So, jetzt ab. Und damit sind wir ja schon wieder fertig. Also der Feldzug gegen Taras war ziemlich einfach. Auch wenn wir noch lange nicht fertig sind. Ja, wir haben noch gar nicht gegen ihn gekämpft, aber wir haben auf jeden Fall schon mal zwei Städte von ihm. Und was Neapolis da macht? Kind ist geboren. Rang erhöht. So. Dann flop, flop, flop. Die immer ihre Einheiten hier zum Fraß vorwerfen. Okay. Jetzt ist da schon eine Vollstag-Armee. Jetzt muss ich mich mal um ihn kümmern. Dann baue ich hier halt nochmal was zu futtern. Und
Ja, dann gehe ich hier halt weiter, ne? Futter, den brauche ich nicht. So. Ja, ich frage mich langsam wirklich, wo die Armeen von ihnen sind. Da hat sogar Neapolis schon mehr drauf. Das hat uns dieser blöde Missklick hat uns ein bisschen was gekostet, aber das passt schon. So. Du bleibst mal hier. Die grüne Legion geht weiter. Der Vermoderter. Okay. Gut, dann würde ich sagen, danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen und ihr seid das nächste Mal wieder dabei. Bye.